Dieses spektakuläre Video macht derzeit in den sozialen Netzwerken die Runde. Ein Bus steht lichterloh in Flammen. Das Video wird zusammen mit der Behauptung verbreitet, dass es sich bei dem brennenden Fahrzeug um einen batteriebetriebenen Elektrobus handle. Ein Fake, denn der Clip hat eigentlich einen anderen Hintergrund. Bei dem Fahrzeug aus dem Video handelt es sich um keinen Elektrobus. Der Brand ereignet sich laut Angaben der lokalen Feuerwehr am 16. April in Perugia in Italien. Eine Sprecherin erklärt gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass der Bus mit Diesel und Erdgas angetrieben wurde. Aufnahmen der örtlichen Feuerwehr zeigen den ausgebrannten Bus. Auf der Front des Fahrzeuges ist ein Logo wie auf diesem Foto eines vergleichbaren Busses zu sehen. Der Schriftzug lautet übersetzt: Ich fahre mit Methan. Der Fall macht deutlich, wie einfach Videos für Stimmungsmache im Internet aus dem Kontext gerissen werden können. So wird aus einem brennenden Erdgasbus angeblich ein Fahrzeug mit Elektromotor.